So, Prison sieht nach. Sieht nach gut aus. Ja, ich bin gerade am gucken. Prison sieht nach gut aus. Also Entfernung sollte hin sein. Du bist zum Prison vergiss es. Nein, ich hab doch nur gemerkt, wo ich hin will. Das kannst du vergessen. Guck mal an. Ja, in 3, 2, 1 und go. Dingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ich hab mich leider ein wenig gedreht. Ich mich auch, ich habe eine 360 Grad Pirouette gemacht. Da unten könnte an der Brücke könnte ein Auto stehen. Ich weiß nicht, ob ich da hin. Wobei, irgendwie ist gerade wieder so eine Weitflugphase, oder? Ja, nee, nicht bei mir. Ich komme nie mal zu dem Markt, was ich da gemacht habe. Ich bin froh, wenn ich an die Brücke komme. Ja doch, du bist sogar über mir. Wir kommen easy zur Brücke. Okay, doch nicht. Ja, zur Brücke, ja. Nee, zum Markt auf keinen Fall. Niemals. Ist es an der Brücke ein Auto oder ist es das Häuschen? Nee, das ist ein Häuschen. Können die Häuschen nicht mal ein Auto, oder? Häuschen? Weiß es. Weißer Dacia. Okay. Lada. Dacia. Warum sind ja eigentlich Dachas? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Wir sind, nein, überhaupt nicht, auf einer Russeninsel. Dacia ist rumänisch. Ja, eben. Das wird eh bald annektiert. Vorher sage ich, ja, ich stehe gerade in der Luft, ich hoffe gerade wie Yoda zu besten Zeiten. Sehr gut. Geil, ich drehe in dem Fall mal das Auto, ne? Ich habe so die Bullet Time aktiviert. Epischer Move. Nice. Oh, voll getankt. Geil. Steigen Sie ein. Sobald wir ein Motorrad sehen, werden wir das Fahrzeug wechseln. Bitte nicht. Da vorne ist ein. Nein! Oh. War das eins? Ja, das ist aber eins mit Dings mit. Ah, ne, das wäre eins gewesen. Ja, dann nimm's halt, oder? Nein. Nee, besser ist es. Du erinnerst dich dran, als du mich damit grausamst umgebracht hast und es dir nicht mal leid getan hat? Keine Ahnung, von was du redest. Ich kann mich noch dunkel dran erinnern. Soll ich Prärie fahren oder Straße? Vollgas durch, Prärie. Also, so Marke No Risk, No Fun. Marke Gelb, Vollgas. Oh, ist ja geil. Ich sehe schon, das wird unser Tod. Nein. Vertrauen haben du musst, hat einst ein weiser Typ gesagt. Junge. Ja, wie war das? Das war aber noch, ging eigentlich nochmal ganz gut. Komm, lass mich mal fahren, ich zeig dir mal, wie das funktioniert. Oh ja, ist klar. Sieht echt mit Prison eigentlich nicht so schlecht aus mit der Zone, wirklich. Das ist ein Zeichen. Dicker! Wie war das? Du bist ja genauso minder bemittelt wie ich. Ich steige auf Rücksitzseite und durfte beiwacken. Und dann lassen wir uns mal fahren. Mal gucken, was passiert. Wo ist jetzt dieser verdammte Chauffeur, den wir bestellt haben? Echt? Echt mal. Ja, noch ein Buggy. Aber Motorrad ist echt. Ist Abenteuer. Oh, ich hab's nicht. Alter. Ja, what the fuck? Du hast mich mit dem Motorrad getötet, du Hohlfruch. Wie geil. Mann, ey. Was mit der? Okay, also läuft bei uns. So richtig. So was von Rückwirkung. Ja, du solltest halt vielleicht nicht bei 0,1 von der scheiß F-Taste gehen, Mann. Jetzt ist wieder meine Welt farbig, bunt und schön. Ich fahre. Ganz klar. Du magst dich aber auch sehr wohl daran erinnern, was du mir angetan hast, ne? Wenn wir da vorne nochmal so. Was habe ich dir angetan? Ja, du. Magst du dich nein, was habe ich denn? Mag mich erinnern, als aus ungefähr 9 Metern Höhe ein Jeep auf mein Gesicht geklatscht ist. Was? Die Feinde sind immer dreister. Genau. Die fahren immer fiesere Taktiken auf. Verständlich. Ich leugne, ich streite alles ab. Ich habe keine Beweise dafür. Ich hab irgendwie das Gefühl, wenn man so in dem Videoarchiv nochmal nachkramt, dann könnte da durchaus was zu finden sein, wenn man das finden wollen würde. In dem Moment gelöscht. Ja, eben, ja, genau. Musst du mich irgendwie abholen? Nee. Keine Ahnung. Ja, pass auf, der Zigeuner neben dir möchte, glaub ich, da mitfahren oder was auch immer er vorhat. Den überfahre ich. Kein Risiko. Wir sollten halt gucken, dass wir straight ist zum Prison kommen und nicht irgendwie in irgendwie ein Spielchen. Ja, ich fahre jetzt Berg, Achtung, nicht bewegen, sonst überfahre ich dich. So, komm, hopp, raus zum Auto. Oh.
Okay, go. Was haben deine neuen Freunde gemacht? Ah, da vorne läuft der, dein neuer Freund. Wo? Das ins Gebäude hier rechts rein. Ja. Jawohl, nice one. Lass ihn totprügeln einfach. So. Tot. Was fällt dir eigentlich ein? Du. Super. Oh nein, er kommt. Oh Gott, wir haben ein Problem, Digga. Ey, boah, dieser kleine Jongleur. Jetzt haben wir echt ein Problem. Ja, mich hat er. Überfahr ihn. Ja! Nein, nicht mich überfahren, Alter. Heal me. So geil. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch umbringen kann. Okay, das war jetzt ein bisschen anders als geplant. Wir hatten Stufe 3 Weste gehabt. Gab es eigentlich schon immer die Lebensanzeige vom Auto? Oh shit. Wir sind am Arsch. Oh boy. Naja, haben wir noch weit? Ja, da unten war ein Jeep. Willst du ihn holen? Ich laufe schon mal weiter, sodass ich mir heilen hole. Na, mal sehen, wer schneller da ist. Scheiße, da läuft einer. Ernsthaft? Ja, ich schwöre. Schwör auf, keine Ahnung. Wassermelone. Machst du ihn kaputt? Ich versuch's. Es wird sowas von ins Auge gehen. Ich bin am Arsch, fürchte ich. Ja, ich bin ja gerade irgendwie im Wellness. Ich bin am Arsch. Nein. Schaff's. Nee. Er ist am Arsch. Sehr gut. Denk dran, das ist ein Teamspiel, ne? Wir haben den Helm zerballert. Kacke. Was soll denn das, Mann? Also, ich bin dann fast da. Das ist mir so aufregend, ey. Kannst du mir einen Gefallen tun? Oh. Fahr zum Drop. Wo ist der Drop? Das Flugzeug fliegt gerade. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier droppt. Digga, ich hab nicht mal mehr halbes Leben. Hab noch 4 Schüsse im Magazin. Ich fahr sowas von nicht zum Drop. Okay. Es war noch nie eine schlechtere Idee, seit ich schlechte Ideen kenne. Ich muss aufpassen, dass ich es eliminiere. Ach fuck, ich bin durchfallen. Jetzt brauche ich Hilfe. Du bist echt. Alter, bist du unfähig. Na, Mama! Mama! Nein. Das gibt's doch nicht. Warum liegst du genau hier, du? Ah, du hohler Mensch. Du hohler Mensch, wieso fährst du genau um? Und lootest mich auch noch. Das ist ja die Dekadenz überhaupt. Aua. So, Mann, ey, was? Oh Gott. Okay, schauen wir mal. Glaubst du, wir sind hier die Einzigen? Boah, wie uns der Zaun gerade gerettet hat. Das war nicht deine Fahrkünste. Nein, das war... Wir sind vom Zaun abgeprallt. Hab ich alles so geplant. Selbstverständlich. So fahre ich im Fall immer. Du hast die Zaunphysik mit einberechnet. Natürlich, machst du das nicht beim Fahren. Weißt du aber noch, beim Prison, als ich kein Tag drüber hatte, hast du mich einfach erschossen? Daran mag ich mich auch nicht erinnern. Nicht? Oh, ein Dreierhelm. Nein. Ja, jetzt schön ablenken. Oh, ein Dreierhelm. Guck mal, was ich kann. Ich kann auch jonglieren. Schieß auf meine eigenen Mitspieler. Es ist wie, weißt du, wie bestört. Ja gut, wir gehen jetzt einfach fettes Risiko, dann leben wir eh nicht lang. Dann beenden wir diese Runde und dann starten wir wieder neu, wiederbelebt und fröhlich in eine neue Runde. Ist ja der Mega-Noob. Alter, warum habe ich nur einen Schuss durchgeladen? Hä? Wo ist er? Der rechts bei mir. Also, hat eh keinen Wert, wenn ich das sage. Ja, du hast mich gekillt. Ja, okay. Was du. Okay. Ja, Entschuldigung, es tut mir leid, ich... Dieser lange Solution, das ist ein ziemlicher Idiot. Mit so einem schlechten Team habe ich ja schon lange nicht mehr gespielt. Was hast du da gemacht? Ich kann nicht mehr reviven, du bist für mich ein Gegner. Oh Ernsthaft? Nein. Ich kann... Das ist echt cool. Also ist so, du spielst quasi so auf dem Papier als Team. Aber eigentlich... Nein. Achtung, Auto. Wo? Hörst du es nicht? Ist dann bei dir halt.
Kommt. Kommt. Haupteingang. Okay. Dann push ich. Intruders. Sind an der ersten Halle angelangt. Von drei Hallen. Ja. Ist immer so die Landezone irgendwie. Spielen die wissen auch ziemlich sicher, dass ich... D-Day in Schäbig nachher, die rechnen wohl mit uns. Naja, sie wissen ja auch, dass ein Auto da steht. Komm zu mir irgendwo. Du bist unten, ich kann dir da unten keine Deckung geben. Das würde ich gern probieren vom Dach aus. Das werde ich jetzt probieren. So haben schon viele berühmte Sätze angefangen. Ich könnte es probieren, ja. Du kommst niemals bis zur Einserhalle, never. Die sind schon deutlich näher, glaube ich. Ja, der eine, der rennt hier lang. Wo? Der ist am Nebengebäude. Im Nebengebäude? Ja, jetzt nicht mehr. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Jetzt kommt eine Nate. Ich sehe den anderen, der ist da unten an der Ecke. Boah, mega. Nee, mega, gar nicht gut. Ich weiß, wo er ist, ich sehe ihn noch nicht, er kommt nicht vor. Ja, ist egal, sein Teammate ist hier am Sterben. Der dachte, er könnte mich mit der Pistole hier. Ah, da ist sein Teammate. Und tschüss. Hast du beide? Achtung, ja. HE kommt noch runter, Achtung. Ja, ich bin hier weiter. Gut, okay. Was haben sie denn erwartet? Die waren mies equipped, die haben, glaube ich, nur Pistols. Mingib. Ja, was machen wir da? Wir fahren ja, wir da müssen hin. Erstmal zurück in die Zone, ja. Was? Was? Ist dir schon bewusst, dass es einmal durch die komplette Map ist? Ja, na klar. Ist dagegen? Da ist die absolut fiese Marodeurstaktik. Marauder? Ne, es ist echt ziemlich mies. Stell dir mal vor, dein Gesicht, du bist kurz vorm Sterben und die Zone hat dich schon, dann siehst du dort ein Auto und dann ist es platt. Das ist doch der Hammer. Also da? Ja. Aber hintere Reifen, bitte. Weiter. Das ist echt toll. Das ist echt großartig. Wir sollten bei denen vor allem beide hintere Reifen. Du magst dich erinnern, was da passiert ist. Na gut, nee, verdammt, da habe ich versagt. Das war echt lustig. Als wir dieses tolle Boot beschützt haben und... Oh Gott, nein. Mann, das hätte so eine gute Szene. Erinnerung verdrängt. Oh. Wir können das Auto auch gleich fahruntauglich machen. So. Die Kein-Ausweg-Strategie. Das ist eigentlich in diesem Moment eine extrem gute, schlaue Idee. Das machen wir. Weiß nämlich warum. Wir werden die abcampen da. Irgendjemand wird zu dem Auto kommen und wird abhauen wollen. Ja, und dann töten wir sie. Aber wir campen richtig. Einfach die Karre ab, oder? Ja, na genau. Die Karre steht am Ortseingang, oder was? Genau. Gib dem noch hinten den... Hast du geschossen? Okay. Ja, ich hab geschossen. Ich hab den Reifen weggenommen, der halt... Nicht sichtbar ist. Genau. Das ist ein teuflischer Plan. Boah, wow, da habe ich beste Sicht. Ich auch. Auf dem Scheißhaus, geil. Muss halt nur noch jemand kommen, ne? Ja, die so wie die Zone ist, werden sie kommen, mein Freund. Sie werden kommen. Also schlimmer kann es schon nicht mehr gehen. Ich habe leider überhaupt keinen Scope und nix. Connected. Continue. Ich hätte der Karre voreilig nicht den Reifen zerschossen, übrigens. Wir haben gesagt, wir nehmen das Boot. Also. Ja, was ist, wenn das Boot schon weg ist? Wir sollten das Boot halt beschützen, ne? Warte, dann ich pirsch mich Richtung Boot hin. Hm. Geh in dieses kleine Häuschen. Bin drin. Okay, wir sind noch ein Team. Gut, gut. Ach, weißt du was, dann schießen wir eben gleich komplett das Ding und gehen ins Boot. Ja, so. Aber wir wollten noch Loot haben. Ja, bringt wir nicht. Die fahren weg! Die fahren weg mit dem Boot, Alter. Ja, gib ihm. Mit Kim und Korn. Das war diese Runde, weil jetzt ist vorbei. Ja gut, ja. Das war eh verkackt. Nein, das war hier. Ich hab doch gesagt, mach die Karre nicht kaputt. Naja, ich versuch die mal zu fahren. Na, fahr. Läuft, perfekt. Gut ist, das ein Heckantrieb. Und ich hab beide Hinterräder zerschossen. Das war selten dumm. Ist das doch schneller als zu laufen? Ich bin mir nicht sicher. Der Berg war tricky. Das ist so geil. Also warte, ich kann es mal testen. Nee, wir sind definitiv langsam.
Ich krieg dich schon noch. Schnell, du Schwein, ich krieg dich mit meinem... Oh nein. Komm jetzt, schnell. Ich hab genau deshalb befürchtet. Man hätte zu mir das 8-Fass-Scope gegeben, hätte ich den Typ noch erschießen können. Wir sind auf einer Linie gefahren mit dem Boot, Mann. Ja, jetzt nicht jammern. Du bist ein gieriger Mensch. Ich, ja, es ist meine Scope City. Aber so, jetzt brauchen wir unbedingt irgendwie... Ich hab dir Scopes, die ich nicht verwenden konnte, immer gegeben. Du, ah, treibst du? Ich wollte mal absteigen und gucken, ob das ein schönes Motorrad ist. Ah, okay, es hat vorne auch ein cooles X drauf. Und ich gebe dem nochmal so einen Akzent irgendwie von Aggressivität. Ja. Ey, was wir für ein Glück haben noch. Ja. Das war halt wieder so eine typische Aktion von uns halt. In dem Moment, wo ich halt auf die Idee komme, dass das Boot weg sein könnte, wollen wir die Karre nehmen? Nee, Zeit haben wir nicht. Die Karre ist dann leer. Alter, die Kiste fährt 150. Oh Gott, ich habe so ein schlechtes Gefühl gerade. Und du bist einfach ein Held, du hast keine Weste und keinen Helm. Und ich sagte noch im ersten Gebäude, wo ich war, hier hat's Helm 2, Weste 2. Das ist äußerst aufmerksam von dir. Nein, du bist ein kleiner Aufmerksamkeitsdefizitler. Wir fahren jetzt komplett an der Küste entlang, das ist hier so... Wir chasen die mit dem Boot. Also, das ist deutlich schneller mit der Karre als mit dem Boot, wirklich. Ja, wir chasen die. Wie Jason. Ich glaube, ich sehe sie sogar. Mensch, Bootsdiebe. Ist abgerechnet, dachte, ihr könnt unser Boot klauen und einfach davonkommen, oder was ist los mit euch? Siehst du sie davon? Ich glaube, ja. Doch, doch. Ja, ja. Das ist wie so eine GTA-Mission, Mann. Genau, und die holen wir uns jetzt. Die schnappen wir uns, die Bootsgauner. Dachtet ihr, wir lassen ihr locker, wir kommen mit fast doppelter Geschwindigkeit vom Boot angeschossen. Das ist echt crazy. Hätte ich jetzt das 8-Fass-Scope, dann hätte ich gedacht, ja, aber, ne? Ich sollte irgendwie in deinem Rucksack rusteln können, während wir fahren oder so. Das wäre cool. Oh, oh. Jetzt habe ich Angst. Nein, nicht nur du. Oh! Boah, das war stylisch, Mann. Das war der Hammer, Mann. Das ist das Boot, oder? Da vorne? Ja, ja. Ja, ja. Ihr kleinen, niederträchtigen Bootsdiebe. Gebt es her. Oh ja, oh ja. Euer Affen. Das wird... Nee, war... Oh Gott, anhalten. Gut, dass ich nicht treffe. Ja gut, ich habe keine Chance gegen die. Es war echt totaler Scheiß, dass es wirklich, du hättest mir das Scope geben Mann. Müssen. Du hättest es mir geben müssen. Ja, wann hätte ich es geben? Nein, ich meine am Anfang einfach. Ich habe es extra gesagt. Alter, ich bin rausgeflogen, ich hatte gar keine Zeit für gar nichts. Nein, ich meine da, wo ich im Haus gesagt habe, Mann. Ich denke lieber an glorreichere Momente zurück. Wie da, als ich der netten Dame ins Gesicht geschossen habe, die dich hier belästigt hatte. Weißt du noch? Ich mag mich da auch noch erinnern. Es war schön. Herrlich. Boah, das war sehr anständig von dir. Ach, ich gehe jetzt Vollgasrisiko. Gehst Risiko? Vollgas. Rein oder mit was so einer Waffe? Pumpgun. Oh, okay, er hat gewonnen. Er hat eine L686. Ja, er hat eine L686. Was willst du denn großartig machen? Ja, mach fertig. Oh, sein danke. Teammate kommt. Da war er oben. Hast du gesehen, da hat er zu. Aber das mit dem Regen sei wieder asozial, ehrlich. Fürs nichts. Immer noch nichts. Auch in den Gebäuden nicht? Nö. Gar nicht. Du hörst ein bisschen rumgetrampelt, ja. Oh, perfekt. Ein Stückchen höher Richtung Kopf. Der Distanz ist jeder Treffer tödlich. Oh, was? Ah, der war tot, hm? Ja. Wollte ihm einfach auch die Runde versauen, dass er in seinem eigenen Blut ertrinkt. Und den anderen kannst du jetzt rushen. Scheißegal, was? Weiß ich, bringt er, ja. Das war Überraschungsmoment. Hey, der hat eine Zweier-Shotgun, ne? Ja. Fuck. Na? Lady, nicht dein Tag, hä?
Ich hab dich gerettet. Gib doch mal eins ins Gesicht gehalten, ehrlich. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Ihr habt den Ron gerecht. Jetzt bin ich wieder gut. Und hier? Ah, ja, er ist schon verschwunden. Okay, alles klar. Mission erfolgreich. Weiß was hältst du von dem Haus erstmal? Ja, das ist weg schön. Vor uns da. Das sind schon wieder die kleinen Affenkinder. Willst du dich mit denen anlegen oder nicht? Nee, weg. Das Auto ist halt nicht mehr ganz so nice. Meinst du, es könnte uns zum Verhängnis werden? Eventuell, ja. Das ist der Vorteil an der Geschichte. So ein Blödsinn macht niemand anderes. Da vorne ist ein Auto. What the fuck? Es macht jemand anderes. Vorne ist ein Auto, wir müssen einfach nur dringend da an das weiße Auto kommen. Ja. Ja, er ist auf jeden Fall höher. Er steht deutlich höher. Wir fahren einfach platt. Wir warten, wo er gelandet, okay? Dann machen wir ihn fertig. Da vorne ist noch ein Auto, ja. Kommst du gerade auch runter? Also. Oh, Alter. Wir haben ein Problem, du musst direkt reinsitzen. Du musst direkt losfahren und sie platt fahren. Die sind voll nah. Fahr los, fahr sie beide platt. Dicker, die sind beide bei dir in der Karre drin. Das ist ja mega unknorke. Was ist denn das für eine Scheiße? Kann ich sie irgendwie rausboxen? Halt mal kurz an. Hör mal an, ich will sie rausboxen, so hat es keinen Wert. Na, Bro, es gefällt dir nicht, du blinder Passagier. Ah, du Pfosten! Du hast mich gekillt! Ja, Dicker, du bist echt... Wow. Wow. Alter? Hilf, hallo? Bonnie? Was? Hörst mich jetzt? What the fuck? Nein, sie haben es mit Absicht gemacht. Luft, sie haben das war ja. Oh Gott, war das wieder. Oh. Wenn jetzt jemand mit so einem Jeep angeeiert käme, der nur noch ein Rad hat, würde ich mich ja echt beäumeln. Das ist ja zu geil, einfach nur. Ja, definitiv. Da vorne kriegt, glaube ich, einer. Ist das einer? Nee. Damals noch 15 am Leben. Irgendwo muss doch da was draußen sein. Wir sitzen nicht so, das wird so ein übles Siedlungsgefecht, fürchte ich. Wir sind sogar immer noch in der Zone, ha? Wir sind als Einzige in dem Scheißhaus. Ja. Diesmal schieße ich gleich, wenn ich die Möglichkeit habe. Mist, der kommt auf unserer Südseite, das ist blöd. Und da drüben in dem Haus. Ja, ich sehe. Die haben gute Sicht leider irgendwie rein hier. Kannst du einen Artillerieschlag ordern? Geil, ich habe ihm hier einen Hit durch die kleine Scheibe gegeben, das ist ja nett. Wissen Sie, dass Ihr Haus eine blöde Idee war? Ich habe auch noch getroffen. Genau. Also die müssten eigentlich ziemlich down sein inzwischen. Also nicht nur körperlich, sondern auch mental. Kommt. Da kannst du nicht einen Hai hinschmeißen, das ist viel zu weit. Nicht mal ich. Also wenn es einer könnte, dann ich. Ja, eben. Okay, im Hauptgebäude streifen sie rum. Dann sollten wir die holen. Erstes OG, gerade eingesehen. Was, wo? Erstes OG, Hauptgebäude. Ja, gehen wir so rushen. Ja. Weil das andere bringt dir nichts. Ja, Mann. Wart hier. Ich kann dir da oben nicht helfen, wenn du hochgehst. Ja, auch nicht. Ach komm, scheiß drauf. Wart. Den ganz oben, oder? Down.
konnte nicht nach hinten laufen, weil du hinter mir standest. Er kommt von oben runter. Ist auf dem Dach. Kommt jetzt runter, jetzt runter. Ah, nein, er kommt von unten nach oben. Lol, der war unten. Fuck. Mist, das war eine totale Gurke. No. Okay, dann bleibt mir auch nur der Ehrenfuß. Das war jetzt fies. Wäre er. Er kann vom Dach springen, das sollte ungefähr reichen. Okay, vom Dach springen ist mehr Ehre als Granate. Naja, du kannst ja die Granate vom Dach runterwerfen und in die Granate springen. Ich springe in die Granate rein, das ist immer ein geiler Stunt, also pass auf, Leute. Don't try this at home. Okay. Das muss ich machen. Nein! 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 Wie lame. Och man, wenn ich mal umbringen kann, wie bringe ich mich jetzt um? Auch nö, das ist ja echt eine Schmach, jetzt da nochmal aufs Dach zu laufen, echt. Oh, ich fühle mich jetzt echt, jetzt fühle ich mich wieder richtig schlecht, wie gegen den Typ da in Rocket League. Och man, jetzt, oh, dieses, oh nein, das ist wie in der Schule, hast keine Hausaufgaben gemacht, sondern du musst es vorlesen. So, jetzt. Und tschüss, wunderbare Welt. Du ist durchfallen gestorben. Das war jetzt... mega lame. Ja. Jetzt waren sie hier... Bo- da, Mist. Sind hier... Siehst du sie? Nee. Sind hier rechts... Hast du das? Ja, 300. Komm raus, komm raus. Kopfschuss. In einen down. Wo genau sind sie? Ah, da hinten. Oh nein, das ist Smoke. Das ist blöd. Das war dumm. Oh Gott, war das dumm. Warum werfe ich ihn jetzt eine Deckung hin? Oh nein! Da ist einer hinter der Mauer, hinter dem Vorsprung bei 340. 300. Bist du gerade so schnell gemoved? Ja. Die sind aber jetzt an, hart müssen, an der Zone. Ja, und jetzt müssen wir in die Zone. Ah, oh, scheiße, Mann. Ich geh runter. Da läuft was am Haus entlang. Hab's gehört. Gehst du raus? Nee, noch nicht. Auf keinen Fall. Wir müssen, ja, Alter. Moment. Hast du die Smoke geworfen? Ich hab die Smoke zur Ablenkung geworfen, ja. Okay, gut. Au, au, au. Fuck, Mann, da ist einer rumgekrochen. Ich bin tot. Er hat mich. Down. Er ist hinten raus. Er ist da rein. Er ist grad. Ja, in dieses Haus rein. Jetzt hat er auch nichts mehr, ha? Sehr gut. Oh. Schaffst du? Bin ich ja froh, wenn du dich Richtung Car begibst, dass man gleich rüber auf die Insel kann. Das ist eh mein Auto. Also ich kann damit machen, was ich möchte. Okay, also dann schieß bitte drauf. Ich fahre über die Brücke und dann fahren wir direkt in die Fährstadt. Oh Gott. Geil, climb the hill. Nicht dein Scheiß Ernst. Ich kann nichts dafür. Ich hatte die Map drin. Alter. Das ist doch behindert, ehrlich. Warte mal, ich versuche es zu fixen. Geh weg. Achtung. Willst du einen Reifen schießen oder was? Nein, ich werde nicht. Und tschüss, Auto. What the fuck, Alter. Wie? Warte nochmal. Weg. Die sitzt. Richtig geil. Und tschüss, Auto. Ja, ja. Grandios, jetzt ist sogar Warnblinklicht angegangen. Du bist echt ein grausiger Pilot bist du. Mhm. Alter. Weißt du, das ist ein Geländefahrzeug und kommt nicht mal über einen Zaun. Leg dich hin sonst. Ja, Bot! Oh. Ich hab auf ihn geschossen, oder? Ja, du hast ihn zweimal ins Bein geschossen. Also zumindest das. Mist, und jetzt kam die Zone halt noch im Nacken. Naja. Naja, aber war jetzt nicht so schlecht. Nö, zweiter ist schon. War mein Action, jetzt hab ich wieder Herzschlag. Jetzt bin ich aufgeregt.
Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich denke, das reicht für heute, was unsere Erinnerungen an die Starts in Battlegrounds angeht. Wir haben euch daran teilhaben lassen, an den guten wie auch den schlechten. Naja, wobei, ich glaube, die schlechten haben dabei schon ein wenig überwogen. Ja, aber was heißt denn schon schlecht? Wir hatten bei allem, bei jeder einzelnen Aktion einen Riesenspaß. Auch wenn man das manchmal vielleicht nicht so merkt. Wir zoffen uns auch gerne, aber nehmt unsere Streitigkeiten und nehmt auch das, was wir ab und zu Dümmliches von uns geben, mit einem Augenzwinkern und nicht für bare Münze. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen. Macht's gut, habt eine gute Zeit, schaut auch meine anderen Videos an. Bis bald, ciao.